Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, jetzt habe ich meine Stadt hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen umgebaut und das ist unglaublich Mangel an Arbeit. Was soll ich denn nochmal? Das Problem ist, mein Industriegebiet ist übelst kacke, weil ich die Hälfte davon der Straße nicht nutzen kann. Das nervt mich übelst. Müsste hier die mal wegreißen, die Straße. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich jetzt auf Einwohner komme. Ich meine, jetzt bin ich mal auf knapp 9000 gestiegen, aber ich habe halt auch böse viel dazu gebaut. Mhm. Ja. Nehmen Sie insgesamt 15.000 Simoleons pro Stunde ein. Auch schön. Also das verstehe ich nicht. Es heißt Mangel an Arbeit und dann beschwert sich die Industrie, dass es nicht genug Arbeitskräfte gibt. Ja. Also mir läuft gerade gar nichts, ja. Huch. Weiß ich jetzt hier oben einfach noch Wohnung, obwohl, was ist denn hier los? Ich habe gerade eine Quest angezeigt, mal gucken. Ach, die Party. Diese Stadt stinkt und zwar richtig. Beseitigen Sie den Müll. Ja, das mache ich doch gerne. Das mache ich doch gerne. Schade, meine Quest mit den 50.000 hat nicht funktioniert, warum auch immer. Eben wahrscheinlich, weil zu viel Müll vorhanden ist in der Stadt. Jetzt ist die Frage... Haltenkapazität. Achso, das steigt ja mit der Zeit halt einfach nur. Ja, aber was soll ich denn machen noch dagegen? Boah, Alter, nee, das ist hart. Bauen wir mal hier noch ein paar. So... Müllmann! Lassen Sie an einem Tag 10 Tonnen Müll einsammeln. Das ist schon mal was. Wenn ich jetzt noch eine zweite Halde dazu baue, die kann ich mir nicht... Habe ich keinen Platz für. So. So. Mangel an Arbeiter. Okay, das funktioniert Wohnungsgebiete. Auch. Ja, das jetzt, Leute, jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Das habt ihr jetzt davon. Ah ja. Denke ich mal, soll das jetzt aber auch schon mal gelöst sein. Alter, was bauen die denn hier für ein Riesending schon wieder hin? Technikstufe 0. Wasser. Jeder Mensch repariert die Wasserversorgung. What the hell? What the hell? Oh, mein Bildungsgedöns ist mittlerweile richtig gut. Bildungsauslastung. Ich habe echt Wasserprobleme. Ich überlege, ob ich langsam mal eine Pumpstation bauen sollte. Nur die Überlegung kann ich mir gleich schenken, weil ich da überhaupt keinen Platz habe in meiner Chaosstadt hier. Ich baue weiter Wasser. Jetzt kommt das Problem mit der Energie. Da warte ich aber noch ab und werde jetzt wahrscheinlich auf Solar weitergehen. Was haben wir hier? Noch eine Quest im Gymnasium. Ich habe es satt, die Kinder zum Sport immer aus der Stadt herausfahren zu müssen. Hätten wir unsere eigene Turnhalle, könnten sie hier spielen. Außerdem würde es auch ein paar Touristen zur Sportveranstaltungen locken. Möchten sie eine Sporthalle... was? Möchten sie eine Sporthalle so richtig punkten? Achso, mit einer. Ja, ja. Jo, dann bauen wir doch da mal eine Sporthalle hin. Wobei ich jetzt erstmal Strom möchte. Wie sieht's verkehrstechnisch aus? Oh, Verkehr ist alles noch gut. Das ist auch schön. Ja. Die Straße habe ich ja Gott sei Dank jetzt auch entlastet. Okay, okay. 33.000. Allgemeine Hochschule. Kann ich jetzt auch schon bauen. Was bringt mir das denn schon wieder? Erhöht die Technikerstufe umliegender Industriegebäude. Ach, ist es das, dass ich da jetzt das Ding wirklich hier ins Ding Industriedingens bauen muss hier? Ins Gebiet? Universität? Hm? Nee, nee. Eine Hochschule. So, ja, also du musst hier nicht direkt da reinbauen, aber also die Technikstufe steigt auch so, wenn du halt Bildung auf Bildung setzt. Alles klar. Das wäre schon mal gut, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, das Ding irgendwo da hinzubasteln. So, für was kann ich denn... Hups. Hups? Für wie viel kann ich denn mein Metall verkaufen? Oh, das ist ja richtig teuer sogar. Dann verkaufe ich das einfach. Muss raus damit. So, okay, Geld ist beisammen. Dann gibt es jetzt ein Solargedöns. Solarkraftwerk, genau. Oh, ich habe endlich mal eine große Fabrikhalle, aber das ist trotzdem nur
Wo auch immer ich die jetzt wegen der hohen Dichte, ne? Niedrige Technikstufe trotz allem. Okay, die setze ich dann. Was stellen die denn da her? Düngerfelders Dünger GbR. Triple Dip und Kleber. Setze ich das mal dahin? Ah. Asbest Pyjama, da ist er wieder. Alter, wie behindert sieht das denn aus? Okay, dort, da siehst du einen Partners. Dort, wo sie jetzt sitzt, da, das habe ich die natürlich umsonst hingesetzt. Das ist jetzt auch sehr schade. Oh, die ist echt ungünstig gewählt, der Platz. Noob, noob. Ja, dass man da nicht auch einfach mal sagen kann, kosten das 16.000 nochmal. Okay, ist zu viel. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder plus mit der Energie, aber die ist so bescheuert da gesetzt. Die steht auf einem Fels. Ich kann nichts mehr drum rumbauen. Das ärgert mich gerade tierisch. Was? Diese Verlegung von Straßen über aufgestellte Gebäude ist nicht möglich. Und jetzt bin ich vor allem mal gespannt, weil jetzt baut sich nämlich mein erstes Hochhaus Grundstückspreisstufe hoch, also reich, und Gebäudestufe hoch. Also das Maximum. Da ich das noch nie in einer Stadt erreicht habe, bin ich jetzt gespannt, was das für ein Haus wird. Wir sind live dabei. Wir verpassen nichts. Aber ich warte nicht, dauert mir zu lang. Und die Warum kann ich hier keine Straße bauen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt mache ich mal das, was das Ding ist, die bauen ja instant wieder ein Gebäude nach, die Ficker. Jetzt mache ich mal das, was ich schon lange hätte machen sollen eigentlich. Und zwar meine Feuerwehr mal upgraden. Willst du mich verarschen? Wo ist denn hier ein aufgestelltes Gebäude? Also ich habe jetzt hier gerade die Häuser abgerissen und ich kann hier keine Straße lang bauen. Okay. Ich die jetzt ein Stück warten? In einem anderen... Oh, jetzt sinnlos, jetzt hat er sie gebaut. Oh, ich hasse das. Wenn du mit der rechten Maustaste den Bauauftrag abbrechen willst, ist es ein Scheißegal, er macht es trotzdem. Ich verstehe nicht, warum ich hier gerade die Straße nicht hinsetzen kann. Alter, was baut denn der hier gerade von Haus hin? Ist ja mal wieder gut. Hier ist kein Haus. Ich habe jetzt hier alles abgerissen und ich kann hier keine Straße hinsetzen. Das ist übrigens behindert gerade. Ach, das wird einfach mal noch größer. Ja gut, warum auch nicht? Wir haben es ja. Was sagt's Wasser? Bin ich gerade super sinnlos, dass ich keine Straße hier bauen kann. Das ist echt ein geiler Bug, also weil hier ist kein... Und da ist das allererste Wohnhaus oder Hochhaus fertig. Maximale Grundstückspreise und maximale Ausbaustufe. Das gibt schön Geld in die Stadtkassen. So wie sich das gehört. Bin mal gespannt, wie viele Leute da auch einziehen können. Sorgen Sie dafür, dass 10.000 Einwohner in der Stadt leben. Das hat ja auch lange genug gedauert. Immer mit der Ruhe, ne? Sage ich da. Jetzt kann ich auch mein Bürgermeisterhaus bauen. Da muss ich gucken, weil je nachdem, wo man das baut, da kannst du nämlich auch noch mal einiges ruppen. Wollt ihr mich denn verarschen? Warum kann ich hier keine Straße hinbauen? Das ist so sinnlos. Das Verlegen von Straßen über aufgestellten Gebäuden ist nicht möglich. Hier gibt es keine Gebäude mehr. Ich reiße hier gerade meine halbe Stadt ein, weil ich die Straße nicht bauen kann. Okay. Das ist so super sinnlos. Wenn ich die zwei Pixel weiter drüben setze, kann ich sie hinsetzen. Macht überhaupt keinen Sinn. So, ich glaube, die wollen was zum Einkaufen haben, wenn ich das so richtig lese gerade. Na, mal gucken. Ach, das ist, kotzt mich an. Jetzt kann ich wegen so einem Scheißbug hier meine Stadt nicht ausbauen. Oder wie? Ich muss halt die Verdichtung irgendwie erhöhen. Das ist unglaublich. Ich kann hier drüben keine Straße an die Kreuzung anbauen. Das Probier mal, wenn du... Warum kannst du das nicht anbauen? Er sagt mir, dass hier Häuser sind. Es ist aber nichts da, ich habe alles planiert. Ach so. Dann nimm mal vielleicht das Grundstück noch weg. Mehr noch eine Idee oder eine Möglichkeit. Und ich brauche immer noch Wohngebiet. Das ist doch nicht mehr normal.
Ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Leuten. Ich habe zwar noch Platz, aber ja. Ja, ist sinnlos. Weil ich die an die äußeren Straßen anschließen will, sagt er, funktioniert nicht. Okay. Weil wenn ich jetzt 2 Pixel weiter drüben hinsetze, dann geht's halt wieder. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Hm. Das ist das, wo ich sage, da ist ein Bug im Gange. Oh, Gott sei Dank, ich kann mein Solarkraftdingens wenigstens vernünftig bauen. Solarkraftwerk. Gut. Oh, keine Ahnung, ob das jetzt schlau war, aber. Ich würde auch sagen, Sabowzel. Da du eh gerade das Problem hast. Ich denke mal, wenn du da vielleicht einen Neustart von der Map machst, wird das vielleicht behoben sein. Ich habe jetzt einfach die Straße anders gebaut. Ach so, okay, oder so. Meine Stadt ist gerade ganz schön gewachsen, also da ist schon gut geboomt. Ich werde jetzt dich noch besuchen kommen, um mal zu schauen, was du in der ganzen Zeit jetzt eigentlich so gebastelt hast. Nüscht. Und dann, wie du schon gesagt hast, denke ich mal, ist es Zeit für ein kleines Aufnahmepäuschen. Wir sind jetzt schon ganz gutes Stück dabei. Ja. Das ist ja quasi ein Marathon. Oh ja. Bei mir wird halt gerade mal ein großes Haus gebaut. Weiß gar nicht, was das für eins ist. Ah, doch, jetzt sehe ich schon. Du hast doch einiges gemacht. Das wurde mir alles so nicht angezeigt. Weißt du, deswegen. Mhm. Wo ist meine Stadt überhaupt? Sehe ich die von hier aus? Oh ja. Ich weiß nicht, wenn du mal in meine Stadt guckst, siehst du da schon dieses kleine, unauffällige Gebäude, was da mitten noch Stadt hockt. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, schade. Weil das ist wirklich eine Stadt und da ist mittig in der Stadt ist ein Hochhaus. Nee, bei dir sind nur noch so ein paar kleine Mehrfamilienhäuser, mehr ist noch nicht. Ach so, da musst du mal, ja, hast du noch nicht aktualisiert. Ich kann sie mir auch mal angucken, ich lade einfach mal. Genau, guck du mal bei mir vorbei, ich guck mal bei dir ein bisschen rum. Gut, das bin ich wieder meine eigene Stadt, das war natürlich auch super sinnlos. Sicher? Suchen. Ich dachte nämlich auch gerade, ich bin wieder in meiner gelandet, weil es so ähnlich aussah, aber... Oh, du hast aber auch schon gut hier... Oh, du hast vor allen Dingen schön Gewerbe, ne? Naja, das mal ein bisschen Problem beschleunigen. Ist, das ist bei mir halt so ein Teufelskreis, das löst sich gerade nicht. Ich konnte zwar Gewerbe ein bisschen... Oh ja, du hast ein schönes Hochhaus da. Oh, dein Tunnel ist aber auch nice gelöst. Ich konnte Gewerbe ein bisschen beheben, dass die Nachfrage, der Nachfrage nachkommen, aber... Ja, was ist denn hier oben? Ich wollte also mit Industrie und Bevölkerung... Es ist halt, sie sagen mir, es fehlen Arbeitskräfte, ich soll Wohngebäude bauen. Ja. Und gleichzeitig fehlt mir aber Industrie, also das ist irgendwie... Bisschen sinnlos. Sinnlos, ja. Wissen nicht, was da machen sollen. Kann hier mal Tag werden. Ich würde die Stadt gerne mal bei Tag sehen, aber so richtig scheinbar nicht. Wo ich nicht auf schnell spulen. Kann natürlich sein, dass es beim Besuch nicht funktioniert. Weiß ich nicht, bei dir wird es gerade morgen. Ah, okay. Dann warte ich einfach mal ab. Ja, aber ich würde sagen, mit diesen Einblicken in unsere Städte, beziehungsweise jetzt momentan in die Stadt vom Sabowzel, verabschieden wir uns für die Aufnahme. Wir brauchen jetzt unbedingt mal eine Pause. Also ich brauche jetzt eine Pause, du bestimmt sicherlich auch. Ich nicht, nö. Ich bedanke, oder wir bedanken uns fürs Zusehen und mir bleibt wie immer nur eins zu sagen. Immer schön Hasute schauen. Ciao, ciao, euer Molotow und euer Sabowzel. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together SimCity 5. Tschüss. Bis dann.